Guten Tag, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder am Start seid bei einer neuen Folge Rise of the Ronin. Ja, wir machen jetzt weiter mit der Quest Ein mächtiger Soldat. Und wie ihr hier auch schon sehen könnt, habe ich jetzt ein neues Pferd. Und dieses Pferd hat auch noch ein wunderschönes Outfit an. Und das Ganze habe ich jetzt eben mal hier noch geholt vor Aufnahmebeginn bei einem Händler, der dort vorne war. Und ja, jetzt gehen wir mal hier rüber. Komm. Ah, okay. Hier komme ich nicht rüber. Dann eben einmal außen rum. Ist auch nichts dabei. Ja, wenn ich halt ein paar Schritte weiter gehen muss. So. Und einmal hier hinter flitzen. Jawohl, jetzt haben wir hier auch noch ein neues Wahrzeichen entdeckt. Na los, spuck gefälligst aus, was du hier zu suchen hast. Ich habe viel zu tun, also sprich. Könntest du etwas freundlicher sein? Und ich soll die Spreu vom Weizen trennen? Dafür habe ich keine Zeit. Rund um den Sensoji-Tempel legt irgendeine Bande lauter Feuer. Ach, ich habe keine Ahnung, was da vor sich geht. Aber ich befürchte, das könnte ein böses Ende nehmen. Tatsache ist, dass ich für anderen Unsinn keine Zeit habe. Also, verschwinde und wasch dir das Gesicht mit Miso-Suppe. Das klingt doch schon besser. Aber mit leeren Versprechungen allein ist es nicht getan. Hinter den Bränden steckt eine ganze Bande. Wenn du sie festsetzen kannst, denke ich darüber nach, euch zu helfen. Was meinst du? Wirst du diese Mistkerle erwischen? Gut, dann triff mich in der Haupthalle, wenn du dich um sie gekümmert hast. Da sind meine Männer stationiert. Ich bin bereit. Ich halte mich bereit. Dann holen wir uns mal jetzt die Brandstifter her. Da vorne sind sie. Lichterloh! Komm uns ja nicht in die Quere! Bleib stehen. Pass auf! Ja, und ich verbrenne. Lass mal zurückgehen. Und das Feuer nervt hier gerade etwas. So. Ganz kurz hier rüber gehen. Hochhelfen. Die zwei sind erstmal los. Da oben muss einer sein, oder? Halt hier drüben. Da bist du. Nimm das. Hey, du siehst gar nicht gut aus. Ja, und ich brenne immer noch. Also die Brandeffekte sind heftig. Die ziehen einem ordentlich Gesundheit ab. So, wir gleiten jetzt erstmal hier rüber. Ja, darüber geht's leider nicht. Dann eben die erstmal wegmachen.
Und hier unten ist noch ein Lager. Das ist sehr schön. Nimm das. Jetzt erstmal die Kiste öffnen. Hier, fang das. Und wo ist der Brandstifter? Hier, weg mit dir. Ah, ich sehe ihn schon. Okay, der ist da drin. Los, wir gehen langsam von hinten ran. Ah, okay, nee, klappt nicht. Gut, dann halt offensiver Kampf. Macht mir auch nichts aus. Auf sie! Zeit für Kampf! Bleiben nur noch zwei übrig. Einmal hier rüberspringen. Nein, ich bin ins Feuer. Autsch. Und hier hoch. Hey, du siehst gar nicht gut aus. Weg mit dir. Und jetzt nur noch ein letzter Brandstifter übrig. Der wäre dort hinten. Ich gucke gerade, ob hier unten noch ein paar Gegner sind, die ich noch mit ausschalten könnte. Ja, wir gleiten jetzt erstmal hier rüber. Einmal runterhüpfen hier, so. Und los, die dort vorne holen wir uns noch mit. Kacke! Ja, und einen würdigen Gegner gibt es auch nochmal hier. Wo ist der letzte Brandstifter? Der ist dort. So, ich gehe erstmal ganz kurz hier rein. Ja, komm mal hierher. Ich will mal was versuchen. Na, klappt das? Ja, es klappt. Sehr schön. Das war prima.
Auf sie! Hey, danke für die Hilfe. Ich habe gut über deine Bitte nachgedacht. Ich besorge dir ein paar Soldaten. Aber nur, wenn du uns alle besiegen kannst. So regeln wir die Dinge hier in Edo. Ja! Gut, dann muss ich dich eben erst einmal besiegen. Na, warte! Ja! Hey, wir wollen auch etwas Spaß haben. Ja. Feuer und Klingen, das sind die Blüten von ihr. Das war's. Mit so ein Blech. Du hast meine Aufmerksamkeit. Was bist du? Ein Monster? Schon gut, es reicht. Du bist kein gewöhnlicher Samurai, das muss ich schon sagen. Und die Brandstifter hast du auch gefasst. Dann bleibt mir nur, euch auch auszuhelfen. Hauptmann Tatsugoro, schön euch zu sehen. Ihr wisst vermutlich, warum ich hier bin. Das weiß ich. Ich soll euch junge Rekruten besorgen. Nun, euer Wunsch ist mir Befehl. Kein Grund, so förmlich zu sein. Schließlich waren wir bis jetzt sehr offen zueinander, oder nicht? Danke für die Hilfe. Den Rest regle ich. Ich erstatte Katsu-Bericht. Sehr gut, das hätten wir erledigt. Und wir haben jetzt wieder einen neuen Freund dazu bekommen. So, jetzt muss ich gerade mal was gucken. Ich befinde mich gerade hier. Ja, ich könnte das hier drüben dann eigentlich jetzt machen. Direkt als nächstes. Das bietet sich eigentlich direkt so an. Was ist hier drüben los? Rück alles raus! Cool! Was, wir helfen mal hier? Du hast mich gerettet. Es ist nicht viel, aber ich möchte dir das geben. Dankeschön, guter Mann. Ich helfe doch stets gerne. Ui, hier kann ich direkt mal das aktivieren. Dann haben wir hier einen neuen Schnellreiseort.
Wer bist du? Was willst du hier? Ich sehe, wir verfolgen dasselbe Ziel. Aber bedauerlicherweise habe ich gerade keine Zeit. Katsu. Ah, die rechte Hand des Shoguns. Aber ich muss mich erstmal um andere Angelegenheiten kümmern, bevor wir reden können. Ich stecke nämlich selbst in der Klemme. Ach, ich sag dir warum, auch wenn mir das kaum weiterhelfen wird. Ine Kusumoto, ich habe westliche Medizin studiert und suche hier nach einem Mittel gegen Cholera. Wir müssen den Opfern dieser Krankheit Beachtung schenken. Leider war ich bisher alles andere als erfolgreich. Ich habe versucht, ein Heilmittel herzustellen, aber es hat sich als Gift herausgestellt. Ein tödliches, wohlgemerkt. Es muss gut versiegelt werden, sonst entkommt das giftige Gas. Als das Anti-Shogunat davon gehört hat, kamen sie zu mir und wollten wissen, wie man es herstellt. Ich bin sicher, sie führen nichts Gutes im Schilde. Und seitdem schikanieren sie mich bei der Forschung. All meine Kollegen haben schon Angst bekommen und sind davongelaufen. Sie haben mir heute Morgen eine Drohung geschickt. Sie planen einen Angriff auf mich. Aber ich kann mich nicht einfach abwenden und flüchten. Ich muss mein Labor beschützen. Ernsthaft? In Ordnung. Das freut mich sehr zu hören. Sie wollen bei Sonnenuntergang zuschlagen. Bist du vorbereitet? Die Tore sind verbarrikadiert. Es würde lange dauern, sie zu öffnen. Also werden sie bestimmt versuchen, durch den Hintereingang zu kommen. Ich verlasse mich auf dich. Aber bitte, sei vorsichtig. Sie sind hier. Egal wie. Wir müssen sie daran hindern, das Labor zu zerstören. In Gang, Gefäße voller Gift. Wirf sie auf die Eindringlinge. Du hast jetzt einen Leibwächter. Na bitte. Frechheit. Los, Simone. Los, wir müssen da hoch. Was ist das? Da kommen noch mehr. Sei vorsichtig. Ja, ich bin vorsichtig. Keine Sorge. Bleib stehen. Oh, was? Gehen in das. Wo sind die restlichen? Da drüben. Pass auf! Wir schauen mal kurz hier rein. Nein. Da bist du ja. Hey, du siehst gar nicht gut aus.
Danke. Ja, ich bewege mich sofort dorthin. Ich öffne nur ganz kurz nur die Kiste hier, so. Und los. Nur Mut! Angriff! Oh, ja. Hey, du siehst gar nicht gut aus. Los, schnell den Banner hissen. Und hier rüber. Bitte sorg dafür, dass sie von hier verschwinden. Du, so wie es aussieht, stehst du diesmal dann nicht auf unserer Seite. Wenn du dich uns in den Weg stellst, müssen wir dir wohl etwas Verstand einbläuen. Es gibt noch Gift. Lass mich helfen. Ja. Mach dich auf schlimme Schmerzen. Es braucht schon mehr als das, um mich aufzuhalten. Das reicht für heute, denke ich. Ich verabschiede mich. Hab vielen Dank. Ich weiß deine Hilfe wirklich sehr zu schätzen. Jetzt kann ich mich endlich wieder der Erforschung eines Heilmittels gegen Cholera widmen. Aber ich hätte noch eine Bitte an dich. Könntest du Dr. Narasaki für mich auswendig machen? Er wurde bei der letzten Säuberung abgeführt und befindet sich in Gefangenschaft. Er soll angeblich gerade ein Mittel zur Linderung der Cholera-Symptome gefunden haben. Ich habe alle Hände voll damit zu tun, diese Einrichtung wieder aufzubauen. Wenn du währenddessen mit ihm reden könntest, wäre ich dir sehr verbunden. Ich danke dir sehr. Wenn du je Hilfe brauchen solltest, weißt du, wo du mich finden kannst.
Sehr gut. Wieder eine neue Verbündete. So, ich will hier mal noch ein Geschenk machen. Worüber? Ach, wie wunderbar. Oh, na gut. Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. So, wir müssen da jetzt einmal Narasaki treffen. Soll hingerichtet werden. Gerade erhielten wir eine Nachricht vom Magistrat. Aber es hieß doch, mein Vater würde freikommen. Das muss irgendein Irrtum sein. Bitte, überprüf das noch einmal. Irrtum oder nicht, es ist bereits zu spät. Seine Hinrichtung wird ausgetragen wie geplant. Verstanden? Dann sieh zu, dass du Land gewinnst. Na los, verschwinde! Oh, was machst du denn hier? Katsu schickt mich, um mit Shosaku Narasaki zu reden. Das ist der Arzt, der womöglich die Cholera heilen kann. Aber wie es klingt, wird er bald hingerichtet. Davon hatte Katsu nichts erwähnt. Ziemlich verdächtig, das Ganze. Das eben war die Tochter des Arztes. Versuchen wir, mehr herauszufinden. Das Mädchen da. Will sie die Mauer erklimmen? Hey, was hast du vor? Was ich vorhabe, ich wollte meinen Vater da rausholen. Nicht so schnell. Kein Grund, dein Leben zu riskieren. Wir helfen dir, deinen Vater zu finden, ja? Du weißt schon, wie wir das hier machen, nicht? Wir schleichen uns rein. Gut, dass du da bist. Ohne dich wäre das zwecklos. Ich habe nachgedacht. Warum stiften wir hier nicht ein bisschen Unruhe und lassen uns dann festnehmen? Dann wären wir immerhin schon mal reingekommen. Eine gute Idee, findest du nicht auch? Gut, dann los. Sorgen wir dafür, dass man uns blitzschnell festnimmt. Bereit? Ha, jetzt oder nie. Na gut, kehren wir zu der Wache zurück. Wenn wir vor ihr für Ärger sorgen, bleibt ihr keine andere Wahl, als uns einzusperren. Ihr wieder. Hä? Was wollt ihr noch? Katsushiro! Na gut. Wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Sie kommen! Soweit lief alles nach Plan. Jetzt müssen wir nur noch hier raus. Schon gut.
gut, schon gut, schon gut. Das war's. Ich gebe auf. Ich mache, was du willst, aber bitte verschone mich. Ich werde alles zurückgeben und einen Ausbruch arrangieren. Das ist doch was, Dieser störrische Arzt? Ich weiß, dass sie den in den Innentrakt gebracht haben. Mehr kann ich dir nicht sagen. Wir sind jetzt quitt, oder? Na dann los, weg hier. Gut, ich würde sagen, mit dem Gefängnisausbruch machen wir dann beim nächsten Mal weiter, oder? Ja, würde ich definitiv sagen. Dann lasst einfach mal ein Däumchen da, Leute, um das Projekt zu unterstützen. Schreibt doch gerne einen Kommentar, wenn ihr wollt, und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!